Jawohl, guten Abend aus Bilbao. Wir sind zu Gast im San Mamés für das Europapokal-Debüt des FC Augsburg. Das erste Mal in einem internationalen Wettbewerb dabei. Und dann also gleich vor dieser wunderbaren Kulisse hier in Bilbao. Ausverkauft das Stadion, im letzten Jahr Champions League in Bilbao. Nun also wieder die Europa League. Wir freuen uns alle vor allem auf das erste Spiel des FC Augsburg. Nach dem fünften Platz kommt jetzt die Belohnung. Sechs wunderbare Abende mit der ganz großen Kulisse, mit großen Emotionen. In Europa kennt uns keine Sau. Das Motto der Augsburger für dieses Jahr, das wollen sie ändern, das werden sie ändern in den sechs Partien gegen Belgrad, Bilbao und Alkmaar. Zunächst die Startaufstellung Bilbaos. Die Spanier mit Garcia, Neuzugang aus Madrid, kam von Atletico. Rechts Susaeta, links Gomez und vorne Adruiz in der Spitze. Das ist die Offensive Bilbaos. Bis auf einen Spieler hat jeder internationale Erfahrung, kennt diese Kulisse, diese Emotionen für einen Europapokal. Augsburg hingegen, das sind die, die heute Abend für diesen Verein ein historisches Spiel bestreiten. Das erste Europapokalspiel der Vereinsgeschichte. Vorne Bobadilla, rechts Eswein, links Werner, zentral Kuh im Tor Marvin Hitz. Wir sind wirklich gespannt auf das, was Markus Weinziel und seine Mannschaft uns anbieten werden an diesem Abend hier in Bilbao. Letzte Woche, am letzten Wochenende ein Misserfolg in München bei einem späten 1:2 durch eine Fehlentscheidung, ganz unglücklich verloren. Aber sie wissen ganz genau ihre Stärken. Sie haben es nochmal gesehen, was sie heute Abend zeigen können hier in Bilbao. Und wir freuen uns darauf, diese Mannschaft jetzt zu erleben, dass nach dem Sieg gegen Elversberg vielleicht der zweite Saisonsieg gelingt, in der Liga noch sieglos. Heute Abend aber geht es in einen ganz anderen Wettbewerb und das kann Augsburg feiern. Ich wünsche viel Vergnügen beim Europapokal-Debüt des FC Augsburg in den schwarzen Trikots von rechts nach links, Bilbao in Rot-Weiß. Die ersten Sekunden Europapokal der Augsburger Vereinsgeschichte und ich bin mir sicher, dass in der Fuggerstadt jetzt vom Fernseher gesessen wird, dass jeder dieses Spiel sieht. Das ist ein historischer Aufstieg, den sie vor einigen Jahren geschafft haben und jetzt der nächste in die Europa League. Wohin geht das mit diesem FC Augsburg mit so wenig Mitteln? Kuh gleich mal geschickt, die erste Chance, kann nochmal nachsetzen. Kuh, nicht der Traumstart für Augsburg, aber ein erster klasse gelungener Angriff über Kuh, Rückkehr aus Mainz. Wer hätte mal gedacht, dass man aus Mainz nach Augsburg gehen muss für die Europa League, wo eigentlich andere sich die Ziele gesetzt haben, ist Augsburg nun dabei. Garcia, Bilbao, das ja eine interessante Vereinspolitik und eine interessante Philosophie führt. Zunächst mal Gomez, Flanke ist gut, Adruiz kommt nicht an diesen Ball. Also Bilbao, wo man Talente aus dem Baskenland fördert, aus der Region hier Bilbaos drumherum, nur Spieler, die hier geboren sind oder in einem Jugendverein ausgebildet werden, deswegen auch nur Spanier, ein Franzose im Aufgebot, der in der Jugend Bilbaos ausgebildet wurde, das ist die einzige Ausnahme im Kader. Garcia macht den Haken, klasse aufgelegt, Kaisen Baraka, die Nervosität soll abgelegt werden. Das ist natürlich in den ersten Minuten leichter gesagt als getan für Spieler, die das noch nie erlebt haben in ihrer gesamten Laufbahn. Gomez, rausgeköpft und Augsburg mit Bobadilla. Abseits, entschieden gegen Alexander Eswein, am Wochenende noch das Führungstor gemacht gegen die Bayern. Dann kam diese unglückliche Wende und die Fehlentscheidung, weswegen Augsburg eben den Punkt verloren hat in München. Aber umso wichtiger heute Abend dieser Auftritt hier in Bilbao. Die Liga einfach mal vergessen und vor allem Emotionen mitbringen, in die Stadt nehmen. In zwei Wochen wird zu Hause gespielt gegen Partizan Belgrad. Davor dieses Spiel. Eine unfassbare Erfahrung für die Stadt, für den Verein, für die Spieler, für die Fans. Hier ist ja kein Verein, der eine lange Laufbahn hat. Das ist für alle, auch für die Fans dieses Vereins, überhaupt der erste Abend, an dem sie mal vom Fernseher sitzen und ihr Team sehen. An einem solchen Europapokalabend, Traumstart, das 1:0 durch Werner. Reingegrätscht und da ist das Europapokaltor durch Tobias Werner, auch einer, der für Augsburg steht, für diesen Verein und der macht dieses wichtige historische Tor, kluge Flanke, weit rein, Ballannahme, Grätsche ins Tor, klasse gemacht gegen Iraisos und gegen den Außenverteidiger Lique, der zu spät kommt. Werner macht das historische Tor
Und jetzt kennt Augsburg kein Halten mehr. Die Fans hier auf den Rängen, das ist unfassbar. Die jubeln hier. Das ist ein Bild, das kann man nur rüber transportieren für sie vom Fernseher. Ein unfassbarer Beginn. Was für ein Abend, was für ein toller Anfang für Augsburg hier in Bilbao. 1:0 durch Tobias Werner. Und jetzt geht hier die Feier aber mal so richtig los. Wer bitte kennt Augsburg jetzt nicht mehr? Führung in Bilbao beim Champions-League-Teilnehmer des Vorjahres. Das ist eine erste Ansage, dass dieses Motto eben doch in einigen Wochen keinen Bestand mehr hat, dass sie das ändern müssen. Sousa Eta, an den kommt er nicht ran. Das war fast eine Kopie des Balles für Werner, aber bei weitem nicht so präzise. Nochmal der Blick auf Werner und diesen Traumstart. Erst den Ball fast verstolpert, mit rechts angenommen, mit links verwandelt gegen Lecoué und Gorka Iraisos. Klasse gemacht. Ein Traumtor zu Beginn des Europapokals. Hat irgendjemand Zweifel an dieser Mannschaft? Jetzt dürften sie behoben sein. Bayer wieder über links, abgegrätscht von Gopegi. Innenverteidiger, der sich mal nach rechts etwas rausgeschlichen hat als Ergänzung zu Boveda. Bayer abseits, entschieden gegen den Augsburger. Nächste harte Entscheidung für mich gegen die Augsburger. Schauen wir nochmal hin, es muss knapp gewesen sein. Jetzt löst sich Bayer, richtig entschieden. Ball in der Mitte. Gopegi im richtigen Moment den Schritt macht. Lecoué, der Mann auf der linken Seite, der beim Gegentor nicht gut aussah. Benyat raus für Lecoué, gute Flanke für Adouis. Ausgeköpft, klasse nachgesetzt. Die Chance für Adouis. Erster Abschluss der Gastgeber aus Bilbao. Hat nicht viel gefehlt. Noch knapper, als es von hier oben zu sehen war, weil da Klavan den Ball nicht wegkriegt. Erste kleine Unachtsamkeit in der Augsburger Verteidigung. Aber wer mag es ihnen verdenken? Natürlich, Markus Weinziel wird wissen, Emotionen haben hier im Moment nichts zu suchen. Es geht darum, konzentriert anzugehen. Sowas darf natürlich nicht passieren. Ballverlust an Garcia. San Jose. Adouis. Abgelegt für Sousa Eta. Nochmal durchgesetzt. Sousa Eta, Benyat. Abgedrängt. Lecoué. Sousa Eta. Benyat. Rausgeköpft von Carlsen Bracker. Adouis. Benyat, sie dürfen kombinieren, das muss Augsburg verhindern. Gas hier, kein Abseits. Eingabe ist gut, Adouis, schöner Kopfball. Nächste knappe Gelegenheit für Bilbao. Adouis mit dem Kopfball ganz knapp vorbei, schon wieder so frei. Das müssen sie verhindern. Carlsen Bracker, der Innenverteidiger, zusammen mit Klavan. Dieser Mann da vorne ist brandgefährlich und das gilt es natürlich jetzt in den nächsten Minuten in den Griff zu kriegen. Aritz Adouis, 9 Tore international in 35 Einsätzen. Ist zwar nicht die Topquote, aber wir haben ihn jetzt schon zweimal wirklich gefährlich gesehen. Und nach dem guten Start verliert Augsburg hier ganz klar den Zugriff auf diese Partie. Gomez. Fehlpass, vorhin hat aufgepasst, wieder linker Verteidiger, wie auch schon in den letzten Wochen in der Liga. Sousa Eta, Ball im Aus, Abstoß für Marvin Hitz. Wir sehen den auffälligsten Spanier dieser Anfangsphase, Aritz Adouis. Schöner Kopfball hier in dieser Gelegenheit.
gegen Tor durchgesetzt, der auch nochmal den Weg nach hinten mitgemacht hat, aber da nicht gut aussah. Trotzdem das Fazit dieser ersten halben Stunde. Augsburg war zu Beginn gleich mal da, hat jetzt Probleme mit den Fähigkeiten der Gastgeber. Es gilt natürlich jetzt, die Konzentration wiederherzustellen mit Kuh und den nächsten offensiven Vorstoß über den Torschützen, über Werner. Verhaak, einer derer, die heute Abend überhaupt das erste Mal auch für sich selbst in einem internationalen Wettbewerb spielen. Einige haben über andere Vereine schon Erfahrung gesammelt. Erfahrenster Mann ist Piotr Tuchowski, der ja auch vom Europa-League-Sieger aus Sevilla nach Augsburg wechselte. Zunächst aber heute mal nicht in der Startelf. Susaeta gegen Vollner. Klasse geklärt. Werner. Bobadilla kriegt den Ball von Benyat. Bayer. Ballverlust von Kuh an San Jose. Klasse nachgesetzt. Und sofort wieder Ballbesitz für den FCA. Kuh gegen Boveda. Susaeta. Variable Spieler auf den Außenpositionen. Können sehr schnell mal den Weg nach hinten mitmachen. Gomez und Susaeta genauso schnell, aber auch mal vorne dabei sein. Das ist eben die Stärke dieses Kaders. Dazu eine unglaubliche Eingespieltheit. Es gehört zur Tradition des Vereins, dass die Spieler auch sehr oft und sehr lange beim Verein sind. Gute Flanke, Susaeta abgelegt. Kuh muss klären, Ballverlust, Gomez. Boveda. Auch er sehr weit vorne. Gomez abgelegt für Garcia. Klasse gespielt, Gomez. Und Bayer hat aufgepasst. Klasse verteidigt vom FCA-Spieler. Vollner macht das einzig Richtige mal. Auf die Tribüne klären. Das Risiko etwas rausnehmen. Etwas pausieren. Einmal durchatmen und weiter geht's mit Defensivarbeit. Das wird jetzt gefordert sein. 5 Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Bei weitem keine hochattraktive erste Halbzeit auf beiden Seiten. Bilbao auffälliger, aber es führt der FCA und das ist das Ergebnis, das für sie spricht. Susaeta, nächste Schussposition. Muss es alleine machen, Hitz. Kann den Ball aufs Tor ablenken. Endlich mal auch für Hitz eine Aktion, sich zu zeigen. Davor zweimal nicht gefordert von Aduiz. Jetzt das erste Mal gegen Susaeta. Und der Eckball für Susaeta. Dicht vor Tor, Hitz. Muss rangehen. Klasse gemacht. Vor Garcia am Ball. Benyat gegen Bobadilla. Kuh, Ballbesitz für Augsburg. Bobadilla. Zu viele Ballverluste, zu wenige. Mal zu Ende gespielte Offensivaktionen. Es gibt etwas Nachspielzeit in diesem ersten Durchgang. Und dann heißt es durchatmen beim FC Augsburg. Die Führung ist da. Die Position und Situation könnte kaum besser sein. Es gilt aber jetzt, das zu Ende zu spielen. Es wäre ein riesiger Erfolg hier in Bilbao bei Athletic. Beim Gruppenfavoriten Eswein. Und natürlich eine Ansage an alle, die Augsburg unterschätzen, die nächsten Aufgaben warten und Augsburg mit einem Sieg gegen Bilbao. Es wäre ein richtig guter Anfang für diese internationale Erfahrung des FCA. Garcia, jetzt nochmal aufgepasst. Garcia, abgelegt für Susaeta. Garcia, Aduiz, San Jose und Leque. Susaeta, weiter für Aduiz, Hitz! Und Carlsenbacher mit dem klugen und ruhigen Pass aus dem Strafraum heraus. 1:0, Halbzeitführung für den FC Augsburg. Das ist ein wunderbarer Start, aber jetzt heißt es durchatmen, die Worte des Trainers anhören. Dann geht es weiter in einer Viertelstunde mit dem zweiten Durchgang im San Mamés. Ich glaube, es gibt nichts, was man hier aussetzen will. Aber natürlich gibt es einiges zu verbessern. Augsburg früh in Führung durch Werner und einem Traumstart. Dann allerdings zunehmend zu passiv. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang. Jetzt zunächst die Halbzeit. Gleich geht's weiter im San Mamés mit Durchgang 2. Bilbao gegen Augsburg. Bis dann!